Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal mit einer Runde Flash. Das ist aber ein sehr wichtiges Video, das heißt, guckt euch das unbedingt an. Ihr seht ja schon den Titel, der ist vielleicht ein bisschen provokant gewählt, dass gewisse Leute das auch noch sehen. Und zwar wird sich jetzt Minecraft Cover, was ja eigentlich am Sonntag, den 18.09. rauskommen sollte auf allen Kanälen, das wird sich jetzt leider verschieben um ein paar Wochen. Ich bin nicht die Projektleitung, das heißt, ich habe damit nichts zu tun. Das heißt, mich müsst ihr nicht haten, aber bitte hatet auch nicht die Projektleitung dafür, dass sich das Ganze jetzt verschieben wird. Weil die können da wirklich auch nichts für. Also da kann eigentlich niemand außer gewisse, ich nenne es jetzt einfach mal Map-Builder und andere Leute, Developer weiß ich jetzt gar nicht, können da ein bisschen was für. Aber gut, auf jeden Fall, ja, wird sich das Ganze ein bisschen auf jeden Fall jetzt verschieben für ein paar Wochen. Und zwar lief bei der Eröffnung von Minecraft Cover, also der ersten Folge, der Aufnahmetermin, lief nicht alles glatt. Das heißt, es hat geleckt, niemand wusste, was er wirklich machen sollte, was jetzt auch ein bisschen an der Organisation war halt, muss ich zugeben. Niemand wusste, was er wirklich machen sollte. Und generell, wie gesagt, es hat ein bisschen geleckt und alles und es war kein anständiges Material. Weshalb dann auch sehr, sehr viele Leute frühzeitig angepisst waren, was ich auch teils dann verstehen kann. Und deswegen hat man sich dann vorgenommen, nachdem wir ein paar Minuten aufgenommen haben, dass man das Ganze verschiebt. Das heißt, dass Minecraft Cover dann ein paar Wochen verschoben wird, dass dann noch wirklich alle Bugs gefixt werden und wirklich alles nochmal überprüft wird, gefixt wird. Und dass dann Minecraft Cover erst, ja, eben erst in ein paar Wochen starten wird. Das hat man sich dann so vorgenommen. Ein paar YouTuber, die das dann nicht mehr abwarten konnten mit Minecraft Cover, haben jetzt auch gelieft. Das sind, glaube ich, so 4, 5 oder so gewesen, aber von 64 Leuten haben jetzt 4 bis 5 gelieft. Da holt man relativ schnell wieder neue Leute rein. Also, ich denke, das ist nicht das Problem. Also, finde ich jetzt zwar schade um die Leute, aber naja, ich finde es jetzt auch nicht so krass schlimm. Das war halt so das Einzige, was ein bisschen blöd war. Aber man ist doch mal sozusagen mit dem blauen Auge davongekommen. Also, Minecraft Cover ist nicht gestorben. Das ein Jahr, die ein Jahr Planung in Minecraft Cover, die wird auch nicht umsonst gewesen sein, sondern es wird auf jeden Fall nur eben verzögert stattfinden, Minecraft Cover. Und ihr könnt euch auf jeden Fall sehr darauf freuen, wenn Minecraft Cover stattfinden wird. Ja, wie gesagt, ein paar Leute haben gelieft, aber nicht sehr viele. Und ich habe auch noch schon sehr, sehr viele Leute kennengelernt in Cover. Und es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit werden. Ihr habt ja, denke ich mal, vor diesem Video oder nach diesem Video, werdet ihr auf jeden Fall einen Teaser sehen. Ich denke mal, dass ihr den sogar schon vor diesem Video gesehen habt. Das ist der Teaser von, also der Teaser von mir sozusagen. Wir haben ja nicht das Einzige, was wir sozusagen an diesem Aufnahmetermin geschafft haben, was halbwegs reibungslos lief, war halt eben das, was ich gerade als Teaser zusammengeschnitten habe. Und zwar war das so eine Ansprache von Crackgomer und alles. Hat so eben so eine Ansprache über Cover, dann so ein bisschen Roleplay-lastiges Zeugs und so. Das war halt das, was wir so geschafft haben in dieser Zeit. Den Rest, also nach dieser Ansprache, wären wir halt sozusagen alle mit unserem Stamm in einen extra Channel gegangen und hätten dann mit unserem Stamm alleine aufgenommen, was wir auch getan haben. Bloß leider lief in dieser Aufnahme alles falsch, es hat gelaggt und was weiß ich alles. Und deswegen, ja, war es halt nicht so nice. Aber diese Ansprache war halt relativ gut und deswegen haben sich ein paar YouTuber, unter anderem dann natürlich auch ich, sich vorgenommen, dass wir jeweils alle für uns selber einen Teaser schneiden aus diesen Aufnahmen und das Ganze dann hochladen werden, dass ihr dann schon mal einen kleinen Einblick in Minecraft Cover habt und letztendlich dann das Projekt in ein paar Wochen noch sehen werdet. Ja, wie gesagt, mir tut es vor allem auch leid, dass ich euch da sozusagen so groß das angekündigt habe, aber ich kann dazu am wenigsten, würde ich mal schon sagen. Und von daher, ja, passt das, denke ich mal, auch. Und ja, ich denke, ihr habt auf jeden Fall schon mal wenigstens einen richtig coolen Teaser gesehen. Das ist wenigstens schon mal eine Sache. Also ich habe mich, denke ich mal, nicht vollkommen enttäuscht. Weil, denke ich mal, ihr zumindest dann schon mal den Teaser gesehen habt. So, und wenn ihr den Rest halt sehen wollt, dann müsst ihr halt noch ein paar Wochen warten. Dann wird es aber wirklich auf allen Channels kommen und dann wird es auch alles komplett geil werden, Leute. Also es wird richtig cool werden. Und ich glaube auf jeden Fall noch an Cover, auch wenn ein paar größere YouTuber ein Video gemacht haben, dass Cover der totale Reinfall war. Nur weil dieser eine Tag nicht reibungslos lief, haben ja nicht diese gewissen YouTuber das Projekt leider verlassen. Wie gesagt, es waren nicht viele YouTuber, es waren nur ein paar, deswegen geht das eigentlich noch klar, deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall werden die YouTuber, denke ich mal, dazu nochmal ein Video machen, dass Cover der absolute Reinfall war. Bitte hört da nicht auf diese YouTuber, sondern ich glaube an Cover. Cover wird was Großes werden. Nur ja, es werden jetzt noch die letzten Bugs gefixt und alles mögliche noch gefixt. Und dann wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit Minecraft Cover stattfinden. Nur bitte glaubt nicht den Leuten, dass Cover tot ist. Cover ist nicht tot. Cover wird kommen.
sagt jeder bei uns in der Gruppe, außer die Leute, diese YouTuber, die eben halt gelieft sind. Und deswegen, ja, also es wird auf jeden Fall geil werden und ich freue mich auf jeden Fall mit der ganzen Community da zu zocken, also mit den ganzen Leuten in einem Projekt. Es wird auf jeden Fall richtig cool werden. Ich denke, wir haben eine richtig coole Truppe. Und so vielleicht nur zu dem Thema, also es wird sich ein bisschen verschieben, aber ich denke, ihr habt den Teaser gesehen oder werdet ihn noch sehen. Und das ist auf jeden Fall cool, aber ich denke, der Teaser kommt auf jeden Fall vor diesem Video, von daher, ja. So, zu dem Thema, ich versuche das Ganze jetzt hier noch zu finishen, aber seid nicht allzu enttäuscht, Kova wird ja noch kommen, Kova ist nicht tot, auch wenn es vielleicht ein Video von Steinte oder Agrodunkel-LP seht, weil die haben unter anderem leider verlassen, dann glaubt bitte nicht, dass Kova tot ist, Kova ist nicht tot, Kova wird auf jeden Fall, ja, kommen in naher Zukunft, nur weil diese YouTuber verlassen haben, ist Kova nicht tot. Es sind auch noch sehr viele andere Größere noch drin, also nicht, dass ihr denkt, jetzt alle Größeren haben verlassen, deswegen. Ja, aber es kommt auch nicht auf die Größe an, ich finde, es kommt auch auf die Leute an und dass die alle cool drauf sind und so und es freut mich auf jeden Fall. Und es wird auf jeden Fall geil werden, ich bin so gehypt immer noch auf Kova. Leider war dieser Samstag, auf den ich mich so lange gefreut habe, jetzt nicht gerade sehr erfolgreich, aber immerhin haben wir dadurch einen coolen Teaser bekommen und das ist schon mal wenigstens halbwegs was. Gut, aber wenn ich das jetzt hier nicht schaffe, werde ich auf jeden Fall die Aufnahme beenden, weil ich euch das nur kurz in diesem Video, kurz und knackig, ja, eben erklären wollte. Und ich wiederhole mich eigentlich immer mega oft in solchen Sachen, aber naja, ich lief jetzt einfach die Runde. Ich wollte euch das eh nur ganz kurz und knackig eben vorstellen, oder nicht vorstellen, sondern erzählen. Und ja, das ist auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, sonst schaut auf jeden Fall, falls ihr den Teaser noch nicht gesehen habt, beim Teaser vorbei. Der ist auf jeden Fall richtig cool. Und dann geht es in der nächsten Zeit mit Minecraft Kova weiter. Bevor Minecraft Kova kommt, gibt es natürlich hier ganz normal Minecraft-Videos und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Das ist von dem Video. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.